Mein Name ist Michael Krapp. Ich bin der Landesvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Thüringen. Wir sind hier auf dem Friedhof von Suhl Albrechts und haben heute eine Kriegsgräberstätte wieder eingeweiht. Eine Kriegsgräberstätte, die saniert worden ist. Sehr geehrte Vertreter Suhl. Ja, mein Name ist Dieter Nesselböck. Ich bin der Sohn von Max Nesselböck, der hier begraben ist. Ich komme aus Bernau bei Berlin und unser Weg führt uns jährlich einmal auf diesen Friedhof. Wir erleben jedes Jahr, dass bisher in den letzten Jahren dieses Grab ständig gepflegt wurde, in den letzten Jahren durch den Herrn Gerber. Also ich bin der Herr Gerber, Detlef, wohnhaft in Albrechts, bin hier als Gemeindearbeiter tätig und betreue den Friedhof bzw. die Friedhöfe des Haselgrundes. Wir haben ja unterhalb hier diesen Stein von den Opfern des Faschismus und hinten dran stand immer dieser Stein mit den drei unbekannten Soldaten. Und da hat man sich halt auch interessiert. Ich habe halt dann die Pflege übernommen und dadurch haben wir dann mal recherchiert, angefangen, gefragt, Zeitzeugen im Dorf. Aber wenn wir bedenken, dass die Waffen moderner Kriege oder terroristische Drohungen inzwischen sehr viel gravierender geworden sind als in der Vergangenheit, erkennt man, dass das Problem nach wie vor aktuell ist. Für mich ist es im Prinzip, naja, also eine seelische Befreiung, ja, dass ich weiß, dass diese drei Soldaten hier in dieser Grabstätte ordentlich, sagen wir mal, anerkannt sind, ja, und dass auch von Seiten der Landesregierung dort diese Grabstätten dort gehegt und gepflegt werden und auch unterstützt werden. Plötzlich stand die Familie Nesselböck bei mir vor der Tür. Und dann, kann man sagen, haben wir die Lawine losgetreten. Kirchenbücher, plötzlich tauchten die anderen zwei Namen auf. Dann haben wir es halt erst einmal so weit, dass ich dann ein Holzkreuz gemacht habe. Das habe ich gemacht, was wurde ja vorhin erwähnt. Habe die Namen draufgeschrieben, hat das dann seinen Lauf genommen und das, was wir jetzt da oben stehen haben, ist draus geworden. Diese Kriegsgräberstätten sind für persönliche Trauer gedacht, aber sie sind auch daran gedacht, dass die Allgemeinheit an diese Verantwortung denkt, in Zukunft Krieg und Gewaltherrschaft zu verhindern, damit keine Opfer mehr zu beklagen sind. Hier ist wirklich die Frage, wie das gewesen ist. Aber wenn die ohne Waffen hier unterwegs waren, die waren einfach versprengt irgendwo und waren auf dem Heimweg. Also ich gehe und es aus. Ist ja noch bis zum 16., 17. ist ja oben am Rennsteig noch gekämpft worden. Ne? Gut, aber Suhl war besetzt. Suhl ja, waren vier, ja, vier, ja, aber die Amis ja. Waren ja hier und Kampfhandlungen waren noch. Und die waren ja, wenn hier gekämpft worden ist, da waren die Amis auch nervös. Und plötzlich sind die zwei amerikanischen Jeeps das Dorf hochgefahren und dann hat man auch die Schüsse gehört. Und die waren nicht von Handfeuerwaffen, es ist von diesen Fahrzeugen, von dieser schwereren Bewaffnung geschossen worden. Nachdem man sie gefunden hatte, hat man sie ja dann mit einem Fuhrwerk hergefahren, hier in diese Kapelle. Und da haben die Kinder, da waren sie ja nur Kinder, mal neugierig reingeguckt und dann hatten sie eben gesehen und die müssen halt nicht gut ausgesehen haben. Also man hat gesehen, dass sie durch schwerere Waffen zu Tode gekommen sind. Wenn Ihr Vater sprechen könnte, er würde sagen, er ist hier gut aufgenommen worden. Ich habe einen schönen Spruch mal gelesen. Ich bin nicht fort, ich bin nur auf der anderen Seite. Und bei der Pflege, und wenn ich jetzt selber höre, mein Schwiegervater, ich wusste nicht, dass das Grab war, dann freue ich mich auch ein Stück weit, dass das so gepflegt worden ist, dass doch so viele Albrechtser hier dran teilgenommen haben. Und er würde, glaube ich, Danke sagen. Ja,
haben das zum Beispiel auf der Halbinsel Krim jahrelang gemacht mit Jugendlichen aus der Ukraine, aus Russland, aus Deutschland, aus Polen, aus Frankreich, indem wir dort eine Kriegsgräberstätte betreut haben, von Thüringen aus. Im vergangenen Jahr konnten wir das erste Mal nicht wieder dorthin auf diese Kriegsgräberstätte bei Sewastopol aus bekannten Gründen. Und wir sind entsetzt, dass diese Versöhnung über den Gräbern, die wir dort praktiziert haben, zurzeit nicht möglich ist. Ich werbe aber sehr dafür, dass wir wieder dort tätig werden, gemeinsam mit den Jugendlichen aus den betroffenen Ländern, um das Gespräch, die Diskussion in Gang zu bringen über die Ursachen und die Wirkungen von Krieg und Gewaltherrschaft.